Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Battle. Heute steht das zweite Viertelfinale an und es treten gegeneinander an der Dilophosaurus gegen den Velociraptor. Normalerweise würde man ja sagen Kampf der Giganten, aber in diesem Fall passt es glaube ich besser, wenn wir es den Kampf der kleinen Leichtgewichter nennen. Aber man sollte diese beiden dennoch nicht unterschätzen, die sind wirklich, wirklich gefährlich. Mit ihren scharfen Klauen und scharfen Zähnchen können sie ihren Gegnern wirklich starke Verletzungen zufügen. Und das werden wir heute auch sicherlich sehen in dem Kampf. Allerdings müssen wir natürlich vorher wieder unseren beiden Dinosauriern jeweils zwei Modifikationen zulosen. Das machen wir natürlich wieder mit unserem tollen Rädchen hier oben links. Wir fangen an, als allererstes mal die zwei Modifikationen für den Dilophosaurus auszulosen. Dafür drehen wir unser tolles Rad hier wieder viermal. Bekommen dann vier Zahlen. Einmal die 9. Die 1. Die 3. Und als allerletztes die 5. Ja, mit diesen vier Zahlen werden wir natürlich jetzt wieder die Modifikation hier ermitteln. Ihr wisst ja schon, wie das geht aus der letzten Folge. Und das machen wir jetzt mal ganz schnell für den Dilophosaurus. Dann werden wir sehen, welche Modifikation er hier bekommen wird. Dafür müssen wir natürlich wieder beim Dilophosaurus auf das Genom gehen. Und dann fangen wir an, unsere vier Zahlen in Modifikation umzuwandeln. Dafür nehmen wir die erste Zahl und fangen wieder an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der dritte Strang, das ist ein Verteidigungsmodifikationsstrang und davon die erste Modifikation. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Die erste Modifikation ist das, was er schon hat, also keine Modifikation. Das heißt, der Dilophosaurus kriegt hier für seine erste Zahlenkombination keine Modifikation. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber dann fangen wir an mit der zweiten Zahlenkombination. 1, 2, 3. Das ist wieder der gleiche Strang, aber diesmal die fünfte Modifikation. 1, 2, 3, 4, 5. Gehirnalterung 3.0. Das bringt dazu Angriff 0 und Verteidigung 14. Ja, immerhin 14 Verteidigungspunkte bekommt der Dilophosaurus hinzu. Das ist jetzt echt nicht das Beste, was er hätte kriegen können. Aber na gut, damit muss er wohl dann leben. Das wenden wir an und mit diesen Modifikationen wird er dann gegen den Velociraptor antreten. Und das ganze Spielchen wiederholen wir natürlich auch mit unserem Velociraptor. Dafür drehen wir viermal unser Rädchen und schauen, welche Zahlen er bekommen wird für seine Modifikation. Dann haben wir zum ersten die 10, die 6, die 7 und als allerletztes die 3. Sehr, sehr gut. Mit diesen Zahlen werden wir natürlich jetzt wieder, ich blende mal eben das Rad aus und dann werden wir in sein Genom gehen und die beiden Modifikationen ermitteln, die er bekommen wird. Wir fangen an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 10. Das ist ein Angriffsgenomstrang. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und davon die sechste Modifikation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besonders effizientes Blut 1.0 bringt 11 Angriff dazu. Das ist gar nicht so schlecht. Das fügen wir hinzu. Und dann kommen wir zur nächsten Modifikation. Da haben wir die 7. Fangen wieder an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aussehen. Oh, wir kriegen hier eine Aussehensmodifikation. Das ist sehr interessant. Bringt leider keinen Angriff oder Verteidigung dazu, was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber dafür ändert sich immerhin die Optik. Wir fangen an zu zählen. 1, 2, 3. Tundra-Muster gehen bekommt er. Wie gesagt, bringt nur Bewertung dazu. Das bringt ja beim Kämpfen jetzt nichts. Aber immerhin wird er dann etwas anders aussehen. Ich bin sehr gespannt, wie er dann aussehen wird. Ich wende das Ganze an auf ihn. Und dann würde ich sagen, wir brüten die beiden aus und dann geht's los in der Arena. Bis gleich. Der Dilophosaurus. Sein Name bedeutet Zweikammechse und er leitet sich von seinen zwei Kämmen auf seinem Schädel ab. Diese Kämme benutzt er allerdings nicht als Waffe, da diese viel zu dünn und viel zu empfindlich waren. Er war eines der ersten Raubtiere und konnte nicht nach vorne schauen, weshalb er sich beim Jagen wahrscheinlich auf seinen Geruchssinn verlassen hat.
Der Dilophosaurus hat kleine spitze Zähne und Klauen, die er als Waffen eingesetzt hat. Außerdem ist ein bekanntes Merkmal, dass er seine Gegner mit einer Art Gift bespuckt, um diesen die Sicht zu nehmen. Mit einer Höhe von 1,70, einem Körpergewicht von 400 Kilo und einer Länge von 3 Metern gehört er auch eher zu den kleineren Teilnehmern. Der Velociraptor, oft auch nur Raptor genannt. Velociraptor bedeutet schneller Räuber. Er lebte und jagte in Rudeln mit bis zu 5 Artgenossen. Zu seiner Beute zählten auch größere Beutetiere, die er gemeinsam mit seinem Rudel erlegte. Er war ein äußerst intelligenter und effektiver Jäger und setzte seine scharfen Hand- und Fußkrallen ein, um seine Opfer zu töten. Mit einer Höhe von 1,70 Meter, einem Gewicht von 150 Kilo und einer Länge von 3,9 Metern zählt er eher zu den Fliegengewichten in diesem Wettbewerb. Die beiden Dinosaurier sind in der Arena, aber bevor der Kampf hier losgeht, müssen wir natürlich noch eine wichtige Sache klären. Und zwar, wer von euch diese beiden jeweils übernehmen wird. Und ich würde sagen, wir fangen beim Dilophosaurus an. Der rennt hier gerade zum Wasser, will wohl was trinken. Und ich verrate euch jetzt, wer diesen Dilophosaurus übernehmen wird. Und zwar ist das der liebe Game Apple, oder beziehungsweise die liebe Game Apple, kann auch sein, mit dem Kommentar Hashtag Dilophosaurus. Ich finde seine Fähigkeiten, Hautkragen und Giftspucken sehr cool. Außerdem zeigt er, dass auch kleine Dinosaurier sehr gefährlich sein können. Herzlichen Glückwunsch, lieber oder liebe Game Apple. Ich benenne ihn um. Kannst ja mal in die Kommentare schreiben, ob du eine der oder eine die bist. Ist halt schwer zu sagen bei deinem Namen. Und damit nimmst du auf jeden Fall teil mit dem Dilophosaurus. Ich drücke dir alle Daumen, dass du es weit schaffst. Und gönnst dir jetzt die Ziege, wie es aussieht. Und ich würde sagen, wir springen mal eben zum Velociraptor und machen dort das gleiche Spiel. Küren dort den Gewinner. Wo ist er denn? Na, wo versteckst du dich? Ach, er springt auch gerade hier auf eine Ziege. Sehr schön. Und beim Velociraptor ist der oder die Glückliche. In diesem Fall eine die. Und zwar Wolfgirl 2306 mit dem Kommentar Hashtag Velociraptor, weil es mein absoluter Liebling ist. Als Jurassic World in die Kinos kam, war ich 4-mal im Film, weil ich 4 Velociraptor-Statuen haben wollte. Ja, cool. Ich war bis heute noch nicht in dem Film, muss ich gestehen. Aber ich würde ihn noch gerne sehen. Ich weiß gar nicht, ob er noch in den Kinos ist. Das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Interessiert mich auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich mir den auf jeden Fall nochmal gönnen. Aber gut, ich benenne ihn jetzt um. Mit Doppel-O. Vielleicht auch Wolfgirl, kann auch sein. Sorry, wenn ich dich falsch ausgesprochen haben sollte. Und damit nimmst du auch teil mit dem Velociraptor. Ich drücke natürlich auch dir die Daumen. Und ich würde sagen, ich bringe euch zurück, sobald die beiden aufeinander losgehen. Bis gleich. Die beiden scheinen jetzt aufeinander loszugehen, so wie es aussieht. Und damit beginnt Kampf 1. Der Velociraptor ist hier im Wasser. Mal gucken, ob das ein Nachteil sein wird oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt geht's hier los. Der Dilophosaurus spuckt dem Velo hier schon in die Augen. Das könnte wirklich ein Nachteil sein beim Kampf, wenn er hier nicht mehr richtig sehen kann. Es ist richtig, richtig schwierig hier zuzuordnen, wer hier wen trifft, weil die beiden schnappen so schnell und in der Luft und es ist echt sehr, sehr schwierig. Na, was machen die beiden jetzt? Gehen jetzt erstmal wieder auseinander, so wie es aussieht. Also scheint das hier wieder ein sehr, sehr ausgeglichener Kampf zu sein. Die beiden haben sich wohl wieder gleich schwer verletzt, wie scheint. Aber die beiden kämpfen jetzt weiter. Der Velo ist jetzt noch weiter im Wasser drin. Aber schnappt hier voll zu, trifft den Dilophosaurus am Hals und damit hängt der Kopf unten. Ich glaube, das wird der erste Sieg für den Velociraptor. Er springt hier auf den Dilophosaurus und streckt ihn nieder mit seinen Klauen und holt sich damit Kampf 1. Liebes Wolfgirl, du hast den ersten Kampf gewonnen.
Natürlich ist das hier wieder ein Best of Three, das heißt, es wird auf jeden Fall noch einen weiteren Kampf geben. Und falls der Dilophosaurus diesen gewinnen sollte, wird es noch einen dritten entscheidenden Kampf geben. Wir werden sehen. Bis gleich. Es geht jetzt hier los. Kampf Nummer 2 beginnt. Der Dilophosaurus rennt hier auf den Velo zu. Und die beiden sollten jetzt anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Und das tun sie jetzt auch. Es geht hier wieder voll los mit Geschnappe in der Luft. Man kann echt schwer zuordnen, wer hier wen trifft. Aber ich glaube, der Dilo hat jetzt den Velo zweimal am Hals sehr stark getroffen. Und der Dilo spuckt jetzt hier den Velo auch noch in die Augen zusätzlich. Was ein spannender Kampf mal wieder. Ja, die beiden gucken sich jetzt wieder an. Schreien sich nochmal an. Und scheinen jetzt erstmal wieder auseinander zu gehen, wie beim letzten Mal. Das ist schon wieder ein hammer ausgeglichener Kampf, hätte ich nicht gedacht. Und es geht weiter. Und der Velo landet hier einen sehr, sehr harten Treffer am Hals. Und damit ist der Kopf vom Dilophosaurus auch gesenkt. Und ich denke, das war's. Der Velociraptor beendet das Ganze hier mit seinen scharfen Klauen. Und damit, liebes Wolfgirl, gewinnst du 2:0. Und bist damit eine Runde weiter. Game Apple, an dich auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen. Leider bist du ausgeschieden, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und falls ihr hier noch an diesem Format teilnehmen möchtet, es gibt noch 4 Dinosaurier, die noch verlost werden an euch. Und wie ihr diese bekommen könnt, das erkläre ich in einem Video, was ich unten in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinke. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch fürs Teilnehmen, fürs Kommentare schreiben. Und dass ihr auch so aktiv mit dabei seid. Macht mir mega viel Spaß mit euch. Und falls euch das Ganze hier gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dürft ihr gerne abonnieren und kostenlos die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Das war's für heute. Ich hoffe, der Kampf hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Haut rein, macht's gut, euer Dandy.